Auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt, seht ihr nun mein vollendetes, fast Meisterwerk. Es ist gelogen. Ihr seht vom Weiten, ich habe den Schleier soweit gestern noch entfernt, schön sauber mit klarem Wasser abgewaschen, dass ich nun endlich die Fugen verfugen kann. Dafür habe ich mir mein Zeug parat gelegt. Nicht wundern, er sieht dreckig aus, aber er ist wasserklar, also das ist nur quasi Restbestand der alten Poren. So, ihr seht meine Traufe oder auch Kelle, mein kleines, nicht Waschbrett, mein Gummispachtel, das ist eine Gummilippe, und die Flexfuge, die ich einbringen werde, in Farbe Anthrazit, stehen parat, muss ich auch eine neue kaufen, weil für den Boden ist schon fast eine ganze raufgegangen, da habe ich nur noch ein bisschen über gehabt. Das heißt, eine neue musste her und ich vollende nun heute die Fugen. Gut, das heißt, ich mache mal wieder erst frisches Fugenmaterial an und dann, ja, könnt ihr mir mal eben wieder zugucken, wie ich ein bisschen die Fugen zumache. Also, bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. Nein, ich habe noch keine Kelle und kein Waschbrett in der Hand. Aus der einfachen Begründung, weil die Reifezeit 3 Minuten beträgt. So, ich werde gleich auf jeden Fall, wie ihr seht, deswegen ist die Kamera auch schon noch da gerichtet, im Endeffekt hier links anfangen. Nee, weil ich mir dann selber nicht im Weg stehe. Sprich, ich werde von links nach rechts arbeiten. Und dann dort weitermachen in der Ecke und zum Schluss hin an der Tür landen und ja, das Ganze quasi dann zu Ende gebracht haben. Wirklich nur aus dem einen Grund, weil wenn ich jetzt hier rechts anfange, okay, mache ich, dann stehe ich mir nachher da im Weg. Ne? Und wenn ich dann irgendwie bei der Rücktour da noch dran komme, ist Mist. Daher will ich auf jeden Fall von links anfangen, um einfach direkt sauber aus der Ecke im wahrsten Sinne raus zu sein. Also, warten wir noch eben die Reifezeit ab und dann seht ihr mich gleich auch schon wieder mal bei der Arbeit in der Ecke am Keller. Also, bis gleich. Lieferung ist da. So, meine anthrazitfarbene Masse ist fertig. Für alle diejenigen, die zum Beispiel auch, sage ich mal, ganz andere haben wollen. Ihr könnt generell auch eine neutrale nehmen, von mir ist eine graue oder eine weiße. Und könnt euch die mit handelsüblicher Abtönfarbe zum Beispiel selber zurecht tönen, das geht auch. Wer zum Beispiel, was weiß ich, eine ganz spezielle Farbe haben möchte, nur bedenkt, macht am besten so viel an, dass er kompletten Fugen damit durchbekommt, weil ansonsten habt ihr wahrscheinlich die Möglichkeit, dass ihr Farbunterschiede drin habt. Oder ihr macht es von vornherein einfach bunt, vielleicht mal Regenbogen Optik. Naja, egal. Ich höre auf zu quatschen. Ich gehe hier ans Werk. Setz mich in meine kleine Ecke. Und wie sagt man so schön, fange ich an zu arbeiten, Mann. Okay. Wieder mit dem Kabel hier noch vorbei. Und ab in die Ecke. Hallo. So. Einzigst Schlimmste an dem ganzen Zeug ist, dass an sich sehr stark pigmentiert ist. Es ist unheimlich schmutzig, könnte man sagen. So. Gut. Ist noch sehr dünn. Minuten sind um, es zieht dennoch ein bisschen an. Moment, ist noch nicht ganz so einfach. Es muss doch noch ein bisschen reifen. Ganz so, ja, es kommt. Es kühlt, sag ich mal.
Könnte ein bisschen dicker sein noch. Und das heißt, ich werde es noch dann noch ein paar Minuten ziehen lassen. Das ist noch nicht ganz perfekt. Es funktioniert schon, aber es funktioniert schleppend auf gut Deutsch. Ihr seht das wahrscheinlich. Es hat sich noch nicht genug gefestigt. Und ist noch nicht ganz auf Fugenstärke drin. Nee. Da muss ich noch eine Sekunde warten. Werde ich auch machen. Also, ich werde noch ein bisschen warten, dass das Ganze noch ein bisschen angezogen ist. Hab's noch zu gut gemeint. Es wird schon dicker, man merkt's, aber es ist noch nicht dick genug. Ich werde es noch ein bisschen anziehen lassen und dann würde ich sagen, fange ich einfach mal an und ihr seht dann einfach gleich meinen Fortschritt, wie ich hier einfach vorangeschritten bin. Nee, bevor ich wieder Probleme habe, Akku leer, dürfte diesmal nicht sein, er ist voll, aber bevor es hier wieder irgendwelche schnitttechnischen Probleme gibt, gucke ich, dass das Zeug stark genug ist. Wie gesagt, warte jetzt noch ein bisschen. Wenn das noch nicht dick genug sein sollte, geht dem Ganzen jetzt noch einfach mal 3 Minuten. Werde ich vielleicht noch ein bisschen nachkippen. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns gleich, wenn ich die ersten Meter geschafft habe. Also, bis gleich. So, Stück für Stück schließe ich die Fugen. Mein Brett ist pottdreckig, genauso wie mein Daumen. Die andere Hand an sich auch relativ normal. Ich mache weiter und dann würde ich sagen, ja, zeige ich euch einfach später mal, wie das da so weiter ausgesehen hat. Bleib stehen. Also, bis später. Ich mache mal weiter. So, das erstmal komplett rum bin ich. Guck mal, ob ich das schaffe. Wie ihr seht. Und an sich warte ich jetzt nur noch darauf, dass das Ganze angezogen ist. Und dann gehe ich da nochmal drüber und gucke, dass alle Fugen geschlossen sind. Und dann würde ich sagen, ja, wird das Ganze später richtig abgewaschen. Und dann, na, bleib stehen, meine Hand ist ein bisschen doof, würde ich sagen, sei da wieder bei mir. Also, bis gleich. So, nehme ich euch mal wieder an der Hand. So, also ich habe das Ganze nochmal verdichtet mit dem Schwammbrett. Deswegen auch überall diese Kreiselbewegung. Ich habe das nochmal schön verdichtet, damit auch wirklich die Poren geschlossen sind. Hier unten, das ist die einzige, wie ihr seht, die ganz dicke. Da kommt zwar noch Silikon rein und das sieht nachher eh keiner. Da ist das nicht so schlimm, aber da werde ich nochmal was anmachen, damit das ganz geschlossen ist. Weil das ist ja eine gute 1,5 cm mal ja, 0,5 cm Stärke. Da muss auf jeden Fall noch was rein. Oder muss nicht, aber ich möchte es gerne. Ich möchte nicht nur Silikon verwenden. Und das werde ich auf jeden Fall im Nachhinein auch noch machen. Ansonsten bin ich soweit erstmal durch. Ihr seht, das zieht schon überall gut an. Hier mal um die Ecke, komm. Und auch am Türrahmen bin ich fürs Erste soweit durch. Die habe ich auch noch offen. Ob ich die noch schließen werde wie unten, das Stück weiß ich noch nicht. Aber ich bin quasi das erste Mal rum. Ihr seht, es ist schon schön hell. Das heißt, ich kann diese Fingerprobe, nennt man das, machen. So steht es auch in der Bedienungsanleitung, wenn das an sich schön so mit dem Finger abwaschbar ist, kann man da langsam anfangen mit einem leicht feuchten Lappen die Fugen schön ordentlich, sage ich mal, sauber zu machen. Vorsichtig, ne? Kann man natürlich auch mit dem Schwammbrett. Ihr seht, da sieht im Moment pottdreckig aus. Das muss gründlich wieder gereinigt werden. Und dann hat man im Endeffekt schon fast seine endgültige Fläche.
So, wie gesagt, das heißt für mich jetzt, ich werde da gleich noch eben die Fugen an sich schön sauber machen. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen, da müsst ihr nicht bei sein auf gut Deutsch. Das werde ich in Ruhe noch zu Ende bringen. Und dann denke ich mal, sehen wir uns, wenn überhaupt, erst dann wieder, wenn ich da mit dem Kasten anfange. Nee, dann ist das hier ganz anders wieder, ein bisschen sauberer vor allem. Und ja, da geht's dann weiter. Also, danke fürs Zugucken, danke für eure Geduld. Ups, ich stelle euch wieder ab. Ich knips euch aus und sage einfach bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Und wenn es euch gefallen hat oder ihr euch einfach nur aus wollt, lasst es raus. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Dirk.